So, wir kommen in die letzte Runde. Wir machen einen ganz einen kurzen Umbau. Ich stelle Ihnen kurz vor, wer auf dem Podium sitzt. Jürgen Gestock, wir haben es einfach mal alphabetisch aufgereiht. Jürgen Horschneck, darf ich mal alle sechs Podiumskandidaten bitten? Sabine, kommst du? Nein? Kommt mal. Wir wollen ungefähr 50 Minuten heute den letzten Punkt noch setzen. Wir haben ganz unterschiedliche Gäste für die Diskussion. Wir schauen einmal, ob wir mit den Mikros irgendwie so, wir haben vier Mikros, das wird irgendwie funktionieren. So. Ich darf Ihnen ganz kurz sehr rudimentär vorstellen, wer denn da jetzt auf dem Podium sitzt. Den Jürgen Horschneck haben Sie als Moderator heute schon gesehen. Jürgen ist im Ministerium, ihr wisst es mir auch noch einen Platz lassen, okay, dann sitzt mir da in die Mitte. Jürgen Horschneck ist in seiner Funktion als Leiter der Abteilung 2.7 unter anderem zuständig für Strategie und Qualitätsentwicklung in der Berufsbildung. Also eigentlich ist er in seiner Abteilung für QBB zuständig. Darum sitzt er jetzt auch auf dem Podium, darum haben wir jetzt gewechselt. Sabine Kurz ist immer so ein langer Titel, bei der Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit in Bremen, also ebenfalls in der Behörde. Und Frau Kurz ist zuständig für das Qualitätsmanagement nicht nur der berufsbildenden Schule in Bremen, die haben ein bisschen weniger als Stadtstaat als wir in Österreich, aber sie ist auch für die Allgemeinbildung zuständig, wenn ich es richtig sehe. Der Herr Smolek ist der einzige, sage ich mal, nicht aus dem System kommende Diskutant in dieser Reihe. Ich habe Herrn Smolek so indirekt kennengelernt über die Quality Austria, wo er unter anderem Produktmanager für ISO 29990 ist. Und auch Lead Auditor für ISO, also für den 9001 und ebenfalls für 29990. Also jemand, der aus dem Bereich insbesondere der Erwachsenenbildung heute einen zusätzlichen Blick reinwerfen soll oder überhaupt Bildung, die außerhalb auch von Schule mit Qualitätsmanagement zu tun hat. Die Ute Wiesmeier ist Direktorin von der HackHash in Steyr. Michaela Stock ist, jetzt kommt der akademische Teil, also es ist wirklich alphabetisch, ich habe es nicht anders gewusst, wie ich es sonst machen kann. Da sind unsere zwei Professoren. Wir haben zwei Wirtschaftspädagogen, die allerdings einmal aus Österreich und einmal aus Deutschland kommen. Michi Stock ist Professorin für Wirtschaftspädagogik an der Uni Graz und der Kollege Karl Wilbers ist in der gleichen Position an der Uni Erlangen-Nürnberg. Die Michaela Stock war ebenfalls Projektpartnerin bei WETZERT, war von Anfang an dabei und ist auch für die Evaluation zuständig im WETZERT-Projekt. Mit Karl Wilbers haben wir in der letzten Zeit eine Reihe von interessanten Sachen auch gemacht, insbesondere wenn es um Follow-up gegangen ist. Karl hat mit uns oder für uns auch ein Follow-up-Tool entwickelt, das wir für Peer-Review entwickelt haben, das wir aber auch glauben, dass man sehr gut für alle Arten von Evaluation verwenden kann. Was ich jetzt machen werde, die Diskutanten haben vier Fragen von mir bekommen oder von uns bekommen und wir werden ganz rigoros, also ich habe gleich gesagt, es wird keine Co-Referate geben, ich bin der einzige Referent hier, das mache ich auch nicht. Wir machen 10 bis 12 Minuten je Runde. Wir wollen pünktlich heute fertig sein, wir wissen, es ist ein langer Tag und trotzdem sind wir neugierig, was hören wir denn so auf Fragen, die kurz vorbereitet waren. Also meine Rolle, die Ute, die Motschka da schon ein bisschen auf der Seite, meine Rolle ist die, dass ich ein bisschen Diktator sein darf. Ich werde das auch versuchen, wirklich noch 2 Minuten werde ich alle immer bitten, kommen wir zu einem Ende. Erste Runde, wir machen einfach mal in alphabetischer Reihenfolge. Wir haben heute den ganzen Tag, ist es mehr oder weniger sehr direkt um das Projekt WETZERT gegangen. Der Untertitel heißt ja Qualification as a Way to Quality. Und ich würde gern von jedem der 6 Personen hier einen Satz zum Projekt selbst, zum Ansatz des Projektes und dazu den Ergebnissen, so wie wir sie heute gehört haben. Also uns geht nicht so sehr darum, jetzt irgendwie eine Beweihräucherung zu hören, sondern wirklich auch konstruktiver, durchaus auch kritisch, was hat das jetzt gebracht? Einfach die Sichtweise der 6 Personen hier am Podium. Jürgen, darf ich dich bitten? Eigentlich habe ich gesagt, da soll man Ja-Nein-Fragen stellen, dann geht es schneller, aber macht er nicht. Okay. Naja, was soll das Ganze und wie sind wir zufrieden mit dem Ergebnis? Ich denke, ganz klar ist, dass die Leute, die eine besondere Rolle einnehmen müssen im System, auch das können sollen. Also, na, wie werde ich, was ich bin?
Was unser System normalerweise auszeichnet, ist, Leute werden zu irgendwas erklärt und nicht so richtig wirklich auch darauf vorbereitet oder nachbereitet oder ausgebildet. Und um das nicht zu perpetuieren, schauen wir uns jetzt gescheit an, was müssen die können und finden einen Weg, wie man das, was sie können müssen, unter Wertschätzung allen dessen, was sie schon haben, vernünftig erarbeitet und auch geliefert oder in einer Weiterbildungsstruktur gebracht werden soll. Ich bin mit den bisherigen Ergebnissen, soweit ich sie kenne, sehr zufrieden. Spannend wird es jetzt erst, wenn wir in die Pilotphase gehen. Das heißt, da wird es sich, die Proof is in the pudding, nicht? Da wird sich zeigen, ob das funktioniert, was wir uns da so vorgestellt haben, beziehungsweise was sich viele kluge Leute vorgestellt haben. Und vor der Phase stehen wir und ich darf Sie herzlich einladen, sich an dieser Phase auch intensiv zu beteiligen. Ja, zu dem Zurückliegenden kann ich relativ wenig sagen und von außen kommt sowieso nicht. Zu dem Satz selber, dass Qualifizierung ein Weg ist zur Qualität, würde ich sagen, es ist nicht nur ein Weg, sondern die entscheidende Ressource für Qualität. Und von daher möchte ich vorausschauend sagen, dass ich sehr gespannt bin, ob es so erfolgreich ist und dass sich viele beteiligen, weil ich glaube, dass es einen hohen Nutzen hat. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite, nachdem ich jetzt erst eingestiegen bin. Ich habe also den Tag jetzt nicht verfolgt, aber vielleicht darf ich allgemein zur Qualifizierung im Bereich Qualitätsmanagement etwas sagen. Nachdem ich sehr viel in Unternehmen und darunter sind auch viele Bildungseinrichtungen als Auditor bzw. Assessor unterwegs bin, weiß ich, dass es ganz entscheidend ist, dass die Qualifizierung, das Wissen und die Fähigkeiten, Qualitätsmanagement auch zu leben, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Interessanterweise kommen viele Organisationen erst nach einiger Zeit drauf, dass für ein aktives und erfolgreiches Leben von Qualitätsmanagement eine gewisse Art von Ausbildung notwendig ist. Viele Staaten denken, das wird schon irgendwie gehen und nach einiger Zeit merkt man, man braucht doch ein bisschen mehr Know-how als vielleicht nur den Hausverstand am Anfang, um das System umzusetzen und zu leben. Qualifizierung ist ganz wichtig, daher, ich habe es ein bisschen hineingelesen, was hier geplant und was das Vorhaben ist, ist das ein sehr wichtiger und sehr, sehr guter Weg, was ich so gesehen habe. Ich habe zwar meine alphabetische Reihenfolge durcheinander gebracht, aber ich darf jetzt so weitermachen, wie es da sitzt. Okay? Dankeschön. Ja, ich bin relativ neu im Direktorenjob und daher war es für mich total angenehm, wichtig und eine nützliche Erfahrung, eine SQPM zu haben, die eine qualifizierte Ausbildung hat. Sie hat die Ausbildung vor einigen Jahren abgeschlossen. In Oberösterreich gibt es also die Idee mit dem Ausbildungslehrgang schon recht lange. Und ich glaube, dass das sehr dazu beiträgt, dass wir in der Schule qualitätsvolle Arbeit leisten können und Qualifizierung was ganz was Nützliches und Sinnvolles ist. Danke. Qualifizierung ist unbestritten dringend notwendig. Und so gesehen stehe ich voll und ganz zum Projekt, so wie ich am Anfang auch schon dazu gestanden bin. Aus meiner Sicht darf es nur nicht das Einzige sein, sondern für ein Qualitätsmanagement, für die Entwicklung der Schule zu einer lernenden Organisation brauchen wir dann mehr als nur die Qualifizierung. Wir brauchen nicht nur die Handlungsfähigkeit im Sinne von Qualifizierung, sondern wir brauchen Bereitschaft, wir brauchen die Strukturen, wir brauchen einfach die entsprechende Kultur. Und ich glaube, die Entwicklung ist in die richtige Richtung, aber wir haben noch ein, zwei Dinge zu tun. Ich mache den Schluss. Ja, hier beginnt ja die akademische Ecke. Akademiker widersprechen sich ja immer. Und die Kollegin ist angefangen mit dem Hinweis darauf, dass Qualifizierung notwendig sei. Das ist nicht notwendig. Wir können uns auch Qualifikationsmanagement ohne jede Form systematischer Qualifikationsentwicklung vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich mein Auto repariere ohne systematische Qualifikationsentwicklung. Ich brauche nur hinreichend Zeit, ich brauche hinreichend Geduld und ich brauche einen Haufen Geld,
um das zu machen. Dann kriege ich mein Auto auch fertig, ohne dass ich dazu ausgebildet worden ist. Also es ist nicht notwendig, aber natürlich eine Möglichkeit, Geld in die Hand zu nehmen, um die Effizienz von Qualitätsmanagementprozessen zu steigern und um die Reputation von Qualitätsmanagement zu steigern. Und genau darin sehe ich auch den Wert dieses Ansatzes. Dankeschön. Mit der ersten Runde sind wir mal ohne große Widersprüche. Danke, Karl, dass du da was reingebracht hast. Ich würde jetzt gerne die Reihenfolge etwas umdrehen, und zwar zweite Frage. Wir haben ja ganz viele Kompetenzen da drinnen in unserem Kompetenzprofil, und das war so auch immer so das bisschen das Problem. Die Gefahr, dass man dann wieder so eine eierlegende Wollmilchsau haben will. Also das haben wir ja schon in ganz vielen Bereichen gehabt. Jetzt haben wir einen Qualitätsmanager für eine Bildungseinrichtung. Und wenn man dann gesammelt hat in der ersten Phase der Kompetenzprofilerstellung, was der oder die alles können soll, da sind wir gleich wirklich, diese eierlegende Wollmilchsau haben wir gleich gehabt. Ich würde jetzt gern bei der Schulleiterin beginnen. Ein bisschen was hat die Ute schon gesagt. Die Frage, was muss denn eine Qualitätsmanagerin oder ein Qualitätsmanager in einer berufsbildenden Schule unbedingt können? Was ist denn unabdingbar? Erstens ist gemein, dass du mir jetzt das Stichwort mit der eierlegenden Wohlmilchsau weggenommen hast. Zweitens, ich glaube tatsächlich, dass das eine total anspruchsvolle Aufgabe ist. Auf der einen Seite braucht es ganz viele so Soft Skills, wie im Konferenzzimmer das Ohr dort zu haben, wo gesprochen wird, wo die Probleme tatsächlich liegen, das auch richtig einordnen zu können. Es braucht natürlich eine Sachkompetenz im Qualitätsmanagement, es braucht eine Methodenkompetenz, um die einzelnen Maßnahmen dann auch durchführen zu können. Gut ist, wenn man mit Konflikten umgehen kann, die es zumindest bei uns im Konferenzzimmer gelegentlich gibt. Ja, und wichtig ist auch eine Kompetenz, wie setze ich Projekte auf und wie begleite ich dann auch den Prozess. Und kommunikativ sollten es auch gut sein, sowohl mit der Schulleitung als auch im Konferenzzimmer mit allen Stakeholdern. Also mir kommt vor, das Vokabel war schon richtig gewählt. Dann habe ich also meine Frage schlecht formuliert. Okay. Jetzt probiere ich es nochmal anders. Ich bleibe jetzt einmal in Österreich. Also ich gebe jetzt an den Jürgen weiter. Nochmal die Frage, was ist denn unabdingbar? Den Kanon hat die Ute jetzt aufgemacht. Gibt es sowas wie so einen ganzen Kernbereich, wo du sagst, okay, da führt kein Weg vorbei? Naja, ich meine, abgesehen davon, dass man QIPP natürlich in- und auswendig kennt, was klar ist, und das kennt jeder und jede hier, oder? Na ja, okay, danke. Na, also ich denke, eine wichtige Sache geht sehr in diesen Habitus auch hinein, in die Haltungsfragen. Ja. Und SQPM, Qualitätsmanagerin, ist irgendwie eine Rolle, die Verwandtschaft hat mit so Change Agent Rollen und solchen Dingen, ein bisschen mit einer Beratungsrolle, also wo es eine Bereitschaft geben muss, zuzuhören, geschickt zu intervenieren, ja, also aber so zu intervenieren, dass die Leute sich nicht überfahren, gemaßregelt und all diese Dinge führen. Also im Prinzip ein pädagogisches Geschick, aber vielleicht in einer anderen Form, als man es im Unterricht braucht. Ja, also so etwas in dieser Richtung. Und wahrscheinlich auch sowas wie eine gewisse, was ich da mal sagen kann, Allparteilichkeit. Also vom Berater und Beraterin verlangt man Allparteilichkeit. Das heißt, ich bin niemandes Bündnispartner, sondern ich bin für alle da und arbeite mit allen. Da komme ich ein bisschen ins Quirks, wenn ich an Stabsfunktion an die Schulleitung gehängt bin. Also Sie sehen schon, überall, wo wir jetzt anzahlen und was rausnehmen und sagen, das ist wichtig, werden wir was Gegensätzliches finden, was auch da ist. Ja, also wahrscheinlich gehört auch dazu, dass man Spannungen gut aushält. Und damit ist für mich ein Bündel an Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmalen aufgemacht, die man bedingt trainieren kann. Die kann man in einer Professionalisierung unterstützen. Man kann reflexiv sich daran arbeiten und verbessern. Aber man wird wahrscheinlich das mitbringen müssen, fürchte ich. Ich habe gesagt, ich bleibe noch in Österreich. Wir haben jetzt Schule,
Ministerium gehört. Was sagt die Uni als die Stelle, wo auch ausgebildet wird? Also ich weiß zufällig, der Bereich Qualitätsmanagement zum Beispiel in einer Wirtschaftspädagogik-Ausbildung ist ja etwas, was durchaus eher peripher oder sonst was ist. Aber ich weiß zumindest, in Graz gibt es das. Lass mich fertig reden. Wir haben 4 WIPET-Standorte und ich bin mir nicht sicher, ob so etwas wie Qualitätsmanagement oder QIBB standardmäßig in einer WIPET-Ausbildung, ich weiß es einfach nicht, bei der Uni Graz weiß ich, dass das der Fall ist. Aber jetzt nochmal die Frage, was ist denn unabdingbar? Es wurde ja eine lange Liste aufgezählt und wenn ich mir das so anschaue, dann kann man das ja in so theoretische Modelle einpacken wie Fach- und Methodenkompetenz, Sozial- und Selbstkompetenz, aber das führt uns bei dieser Diskussion als solches ja nicht unheimlich weiter. Und ich würde sagen, Qualitätsmanager oder Managerin ist eine Führungsaufgabe. Jetzt haben wir heute am Vormittag ja diskutiert, dass wir das an Stabstellen irgendwo auslagern wollen und das kann aus meinem Dafürhalten als solches nicht funktionieren. Also ich würde hier an dieser Stelle jetzt nicht sagen, die Liste von Ihnen und von dir erweitern, sondern ich würde einfach sagen, Qualität ist, ich formuliere es jetzt so, eine generische Managementfunktion. Es sind alle betroffen auf allen Ebenen, in allen Bereichen und es bedarf der Beteiligung von allen. Das kann ich nicht an irgendeine einzelne Person delegieren und sagen, Sie sind dafür verantwortlich und deswegen haben wir dann eine Qualität, also eine Schule, in der gelungenes Lernen funktioniert, sondern da brauchen wir die Beteiligung von allen. Und das ist noch einmal aus meiner Sicht eine Führungsaufgabe. Und die Führungsperson muss voll und ganz von dem überzeugt sein, was sie hier in ihrer Schule mit ihren Kollegen und Kolleginnen bewegen will. Ich wollte zwar noch in Österreich bleiben, aber jetzt gebe ich gleich wieder an den Karl weiter. Hast du dazu widersprechen, Karl? Oder ich frage wieder, die Ausbildung... Nee, das widersprecht ihr mal, oder? Weil die Ursprungsfrage war ja, was ist unabdingbar für einen Qualitätsmanager? Und dann ist es ja gewechselt auf die Frage, was macht sozusagen eine normale Lehrkraft, wenn sie aus der Uni rauskommt? Das sind ja zwei verschiedene Perspektiven. Das eine ist ja jemand, der professionalisiert dort tätig ist. Und da habe ich habe mir wirklich überlegt, was kann man auf die Frage beantworten? Was ist unabdingbar? Unabdingbar ist da, glaube ich, gar nichts. Weil das ist alles, es gibt nichts, wo ich jetzt sagen würde, dass da kann man nicht drauf verzichten. Man könnte das ersetzen. Und dann kann man eigentlich, wenn man sagt, es ist nicht unabdingbar, dann kommt man zu der Frage, ja, das steht doch im Curriculum. Dann würde man ja das Absurdum führen, was da jetzt im Curriculum steht. Weil ich habe wirklich, und das muss ich auch nochmal hier an der Stelle sagen, großen Respekt, wie das Curriculum aufgebaut worden ist, mit welcher Intensität das hochgefahren ist, auch die Entwicklungsnormen, die dem zugrunde gelegen ist, wie der Prozess gemanagt worden ist. Und da finde ich, kann ich mich nicht jetzt hier hinsetzen und sagen, aber diese Dinge sind wichtig und die anderen Dinge sind nicht wichtig. Ich hatte ja auch das Privileg, dort auch schon mal ein Feedback zu geben zu dem Curriculum. Und ich finde das wirklich gelungen. Also insofern, ich kann da jetzt nicht noch sagen, da würde ich jetzt ein Sternchen hintermachen, da würde ich ein anderes Sternchen hintermachen. Was anderes ist die Frage, was bedeutet das für die Ausbildung von Lehrkräften? Da weiß ich nicht, ob du das Fass aufmachen möchtest. Da würde ich das anders sehen. Weil da geht es schon rein vom Umfang. Ja, nicht, dass man so tief in das QM einsteigt. Da könnte ich sagen, aus meiner Perspektive, wo ich da einen Schwerpunkt legen würde. Und der erste Schwerpunkt, den ich auch lege in meiner Ausbildung, ist die Tatsache, dass eine Lehrkraft erkennt, das ist nicht etwas, was oben drauf kommt, wenn sie in die Schule kommt, sondern das ist ganz normal ein Teil der Aufgabe einer Lehrkraft heute. Nicht so, was häufig erzählt ist, du machst Didaktik, dort gestaltest du deinen Unterricht und dann kommst du an die Schule und da sagt man dir, ja, wir haben aber noch QM oder Schulentwicklung oder das und das obendrauf, mit allen Folgen, die das hat. Dann wird es als bürokratisch erlebt, etwas, was zusätzlich hinzukommt und so weiter. Also das ist etwas, was ich von der Ausbildung her sofort vermeiden möchte. Es ist Teil des Businesses, auch wenn vielleicht der Unterricht das Kerngeschäft ist. Und das ist etwas, was ich auch versuche zu vermitteln, es ist ein Privileg.
Es ist ein Privileg, die Arbeitsbedingungen zu gestalten, die nicht in allen Berufen selbstverständlich sind, eine so hohe Möglichkeit zu haben, in der Schule die Arbeitsbedingungen zu gestalten. Und dazu kommt ein bestimmtes Orientierungswissen. Ich denke, da kann man auch noch mal überlegen, dass man aus dem Curriculum überlegt, wie kann man das noch mal spiegeln für die Lehrerbildung, also für die Ausbildung von Lehrkräften. Ich glaube, da ist das Curriculum noch zu neu. Aber dass man mal schaut, wo gibt es da bestimmtes Orientierungswissen, das ich haben muss im instrumentellen Bereich, in der Frage, wie baue ich QM und so weiter. Karl Wilbers hat mir jetzt gleich zwei Fragen beantwortet. Dankeschön. Ich gebe jetzt nochmal, Sabine, so aus eurer Sicht in Bremen, gibt es etwas, wo du sagen würdest, Bremen hat 14 oder 18 berufsbildende Schulen? 20, Entschuldigung. In der Situation, wir haben 650, da ist es relativ schwierig, so einen Überblick über die Schulen wirklich zu haben. Bei euch ist es anders. Gibt es aus deiner Sicht etwas, wenn du dir deine Qualitätsmanager anschaust, etwas, wo du sagst, das ist wirklich so eine zentrale Qualifikation, das müssen die können? Oder gehst du mit Karl Wilbers? Natürlich gehe ich mit Karl Wilbers. In einem Punkt, den ich auch angesprochen hätte, nämlich, dass es ganz entscheidend ist, deutlich zu machen, dass es nichts Additives ist. Und zwar nicht nur bei der Ausbildung, sondern auch, wenn ich Qualitätsbeauftragter bin in der Schule, das Vertrauen in den Sinn der Zusammenhänge herzustellen. Also was heißt das eigentlich, wenn ich von QM rede? Was bedeuten die einzelnen Instrumente eigentlich bezogen auf unsere Schule, bezogen darauf, was ich möchte, was die Schulleitung möchte, wie sie angewandt werden? Und was hat das Ganze mit dem Lernen zu tun? Also das hat mich heute Morgen schon überrascht. Wir sind ganz schnell, wenn wir über Qualitätsmanagement reden, erstmal ist das Wort sehr sperrig und kommt in Schulen auch nicht gut an. Also alles, was mit Management zu tun hat, kommt nicht so gut an. Die Frage ist, was hat das mit dem Lernen zu tun? Wie können wir das mit Lernen verbinden? Und das ist heute Morgen zum Beispiel nicht einmal erwähnt worden. Ich glaube, wenn ich richtig hingehört habe, ich habe vielleicht auch ab und zu mal nicht richtig hingehört, ist das Wort Lernen nicht erfolgt. Und ich habe es im Workshop vorhin schon gesagt, das Wort Unterricht ist zweimal, aber ganz zweckgebunden erwähnt worden. Und letztendlich führen wir das ja nicht als Struktur ein oder so. Jetzt haben wir auch mal Qualitätsmanagement eingeführt, sondern wir wollen doch was damit. Und wir wollen doch, dass es das Lernen befördert und dass es dazu beiträgt, dass das Lernen gelingt. Und das unabhängig jedes Wissen, was ein Qualitätsbeauftragter, ein Qualitätsmanager anhäuft, muss er die Fähigkeit haben, das zu verdeutlichen. Er muss klar machen, was wollen wir, also QM, wie machen wir das, wir nutzen die Instrumente. Aber die entscheidende Frage ist doch, warum machen wir das Ganze? Und ich glaube, das ist eine zentrale Aufgabe für die Qualitätsbeauftragten, zu verdeutlichen, was bringt es für das sogenannte Kerngeschäft, also für das Lernen. Soweit erstmal. Jetzt nochmal der Blick über Schule hinaus. Herr Smolek, ist es anders, wenn Sie an Bildungseinrichtungen wie zum Beispiel das WIFI oder irgendeine Volkshochschule oder was auch immer, wir haben ja QM ist ja in Bildungsinstitutionen groß angekommen. Die Unis, Karl Wilbers ist sehr aktiv auch beim QM bei euch an der Uni, an der Fakultät, wie ich so sehe. Da ist das Thema schon viel länger präsent. Würden Sie da einen Unterschied sehen oder würden Sie das so unterstreichen, was die Kollegen gesagt haben? Also es ist eigentlich nichts anders, es ist eigentlich völlig gleich, vor allem wenn man gewisse Vorgehensweisen, wenn man gewisse strukturierte und systematische Prozesse anschaut. Ich würde ganz gerne einen anderen Aspekt noch vielleicht erwähnen. Wenn ich bei Audits bin, dann fällt mir auf, dass die meisten Qualitätsmanager oder Qualitätsbeauftragten, wenn ich das einmal so sagen darf, die sich damit schon länger beschäftigt haben, ganz gut unterwegs sind, vielleicht eine große Schwäche tritt sehr häufig auf und ist aus meiner Sicht interessanterweise auffallend. Und das ist die Schwäche der Reflexionsfähigkeit. Und meiner Ansicht nach ist das aber genau der Kern, wenn man es bei dem Begriff bleiben möchte, des Qualitätsmanagements, nämlich Dinge zu hinterfragen, sich zu überlegen, welche Auswirkungen hat das gehabt und wie gehen wir in der Zukunft weiter vor. In Wirklichkeit ist Qualitätsmanagement nichts anderes als Organisationsentwicklung, indem ich in die Zukunft schaue, welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich.
Und woraus kann ich diese Entwicklungsmöglichkeiten ableiten? Und wenn ich nicht imstande bin zu reflektieren über mein Vorgehen und mein Umsetzen, dann werde ich also keine Entwicklungsmöglichkeiten sehen. Und das ist meiner Ansicht nach der springende Punkt und das ist eine Kompetenz, die ganz, ganz wichtig ist. Hier Dinge zu hinterfragen und zu schauen, was heißt das in der Zukunft. Immer auf die Wirkung zu achten. Welche Wirkungen hat dieses Tun und welche Auswirkungen wird das in der Zukunft haben? Der Blick in die Zukunft. Ich würde vielleicht gerne noch einen Aspekt einbringen. Wir reden immer von Qualitätsmanagement und das hört sich natürlich so an wie heute machen wir das Tagesgeschäft und wenn wir Zeit haben, machen wir ein bisschen Qualitätsmanagement daneben. Das ist natürlich ein ganz, ganz schlechter Ansatz. Eigentlich sollte das das Gleiche sein. Und darum empfehle ich immer, die zwei Worte zu vertauschen. Eigentlich reden wir nicht über Qualitätsmanagement, sondern über Managementqualität. Es geht darum, Organisationen qualitätsvoll zu managen, was immer das Qualität dann heißt. Von der Definition her ist ja Qualität einmal nur das Erfüllen von Anforderungen, also eigentlich noch keine Wertung in dem Sinn, sondern einmal nur eine Vorgehensweise. Und das würde mir viel besser gefallen, zu reden von Managementqualität. Und wenn wir von Qualitätsmanagementsystemen, ich komme natürlich aus der Systemzertifizierung und für mich sind Systeme ein ganz wichtiger Aspekt, dann empfehle ich den Unternehmern, das Wort Qualität einfach wegzulassen. Wir reden nicht über Qualität getrennt von allem anderen, sondern wir reden über Management und wir reden über Managementsysteme. Ein systemisches Vorgehen in der Umsetzung, im Vorgehen. Das wäre mein Resümee, mein Zugang. Und noch einmal, für mich ist Qualitätsmanagement oder Managementqualität nichts anderes als Organisationsentwicklung mit einem sehr, sehr starken Fokus in die Zukunft. Dankeschön. Ich würde bei der dritten Frage jetzt gleich wieder mit dem Herrn Smolik anfangen. Und zwar über die Reflexionsfähigkeit bin ich sehr dankbar. Ich glaube, der Fokus war schon interessanter. Und die nächste Frage, die ich den 6 Teilnehmern hier stellen wollte, ist, was bringt es denn eigentlich einem SQPM, also jemanden, der, wir haben heute Vormittag diskutiert, die Funktion ist eine Stabstelle, die Qualitätsverantwortlichkeit liegt bei der Schulleitung. Die Frage ist, was bringt es jetzt einem SQPM, so einen Lehrgang mit 12 ECTS zu machen, solange das noch nicht verbindlich ist. Also wir sind weit davon entfernt. Es ist auch nicht sicher, ob das auch gewünscht ist, dass man sagt, das ist eine verbindliche Voraussetzung. Für das System ist natürlich das schon etwas durchaus auch Neues, dass man sagt, man muss das machen, um die Funktion zu erfüllen und man muss sie rezertifizieren lassen und. Also das ist schon ein Paradigmenwechsel ein Stück weit. Und wir werden einmal sehen, ob das funktioniert, wann das funktioniert. Da sind wir selber die Lernenden hier. Die Frage trotzdem, was bringt es einem SQPM, so einen Lehrgang zu machen? Und auch die Frage, was bringt es der Schule vielleicht auch? Bitte kurz. Ich darf beginnen. Ich hole vielleicht ganz wenig ein bisschen weiter aus. Ich war über 20 Jahre bei der Firma Xerox beschäftigt, davon über 10 Jahre als Qualitätsmanager. Und in dieser Funktion habe ich die Möglichkeit gehabt, das Unternehmen wirklich gut kennenzulernen. Ich habe irgendwann behauptet, ich kenne das Unternehmen besser als der Generaldirektor, weil ich einfach im Tun, in allen Prozessen, was dort wirklich passiert, drinnen war. Ich habe vielleicht nicht die letzten Finanzkennzahlen gewusst, aber was in der Organisation an der Umsetzung passiert, das war mir bekannt. Und darum würde ich sagen, wenn jemand wirklich Interesse hat, Organisationen sehr gut kennenzulernen, Organisationen zu verstehen, wie funktionieren Organisationen, wie läuft das, dann kann ich das nur befürworten und dann kann ich das nur positiv sehen, wenn man diesen Schritt geht. Das wäre so eine persönliche Sicht oder persönliche Weiterentwicklung. Für die Organisation, was bringt es für die Organisation? Es gibt also eine Reihe von Untersuchungen, die man angestellt hat mit normalen Organisationen, also nicht speziell Bildungseinrichtungen. Was bringt die Einführung von, was bringen die Einführungen zum Beispiel von einem EFQM-Modell, also einem Exzellenzansatz, oder was bringen Einführungen von gewöhnlichen Qualitätsmanagementsystemen? Und da zeigt sich, dass diese Organisation wesentlich bessere Kennzahlenergebnisse erzielen als andere. Jetzt könnte man fragen, sind es die besseren Organisationen, die das tun und deswegen haben es gute Kennzahlen oder wären es wirklich dadurch besser? Das ist immer sehr schwer abzuschätzen. Auf jeden Fall sind es sicher Organisationen, die erfolgreicher sind, sagen wir mal so. Und der Effekt liegt sicher auf der einen Seite in der Effizienzsteigerung und möglicherweise durch bessere Prozesse einfach niedrigere Kosten, beziehungsweise auch im Output, in der Effektivität.
ich gehe jetzt die umgekehrte Reihenfolge wie bei der zweiten Fragerunde. Sabine, ich frage dich nochmal das Gleiche. Was bringt es denn, nämlich vorausgesetzt, es sind Personen da, die den Job eh schon machen, weil sie ihn machen wollen, weil sie ihn machen müssen. Und jetzt gibt es einen Lehrgang, den die machen können. Warum? Also die, die das machen, treffen sich und machen nochmal einen Lehrgang. Ja. Also ich bin schon überzeugt, dass das durchaus Professionalität stärken kann. Das glaube ich, und ich glaube, dass der Austausch derer, die das machen dort vor Ort, die bringen alle die Erfahrung ihrer eigenen Schule mit. Die können ganz viele Beispiele benennen, und durch diesen Austausch, glaube ich, gibt es schon auch einen Gewinn. Ich lerne etwas dazu. Und für die Schule selbst, ich gehe wieder zurück in die Schule, hoffe ich, dass es schon dazu beitragen kann, dass ich gemeinsam mit denen, ich bin ja als Qualitätsbeauftragte zumindest bei uns in Bremen nicht alleine, ich habe meistens noch eine Steuergruppe oder eine Projektgruppe, und ich schaffe Anlässe zum Austausch, ich schaffe Anlässe, um über Qualität zu sprechen. Heute Morgen hat eine Frau gesagt, das Peer Review hat bei uns etwas bewegt. Hätte mich sehr interessiert, was genau, was bewegt denn, wie entsteht so eine Dynamik? Und das halte ich für sehr wertvoll, und vor allen Dingen, wenn es dann gelingt, sowas wie die Organisation Schule oder das Lernen ganz neu zu denken. Und alles, was ich dazu lerne, es kann mich schon stärken, neue Impulse in die eigene Schule hineinzutragen und immer wieder in diesem Prozess Qualität zu betreiben, dann auch genau das zu tun. Vor allen Dingen, wenn es Probleme gibt, so wie bei uns im Moment, das wird in Österreich nicht anders sein, Umgang mit Heterogenität, wo man einfach keine Lösung hat, dann wieder das zum Anlass zu nehmen und Dinge neu zu denken. Darf ich auf der linken Seite aus meiner Sicht genau das Gleiche nochmal fragen? Wenn jemand vielleicht die Position schon hat, wie wird man, was man ist? Warum sollte der jetzt dann noch einmal einen Lehrgang machen, wo er vielleicht durchaus viel Neues lernt, aber er muss es ja nicht machen. Warum sollte man das bewerben, oder was ist der Sinn und Zweck der Sache? Karl, darf ich dich dazu fragen? Ein ganz wichtiges Element in dem Lehrgang finde ich den Austausch. Das ist ja explizit auch als Maßnahme vorgesehen. Ich habe sehr oft die Beobachtung gemacht, dass Q-Menschen allein sind in den Institutionen und zu wenig Austausch haben. Und ich glaube, allein dieses Austauschmotiv wird eine große Motivation für die Q-Menschen sein. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich sie nennen soll. Q-Manager ist gefährlich, SQPM ist man auf einer bestimmten Schiene, deswegen habe ich jetzt mich so blumenhaft dort ausgedrückt. Also ich glaube, es wird der Austausch sein, der da eine große Rolle spielt. Und vielleicht darf ich das noch kurz ergänzen, wenn man sich Einzelteile anguckt, wie jetzt zum Beispiel der Teil Prozessmanagement, der mir ja sehr nahe liegt, da gibt es relativ wenig. Also es gibt natürlich im Prozessmanagement, in der Betriebswirtschaftslehre relativ viel Literatur, Maßnahmen, Ansätze, Software und so weiter. Aber für das Spezifische an Bildungsinstitutionen gibt es vergleichsweise wenig. Und ich denke, das ist auch eine Chance, einfach neues Land zu bestellen, dort zu Dingen aufzubrechen, zu kartografieren und so weiter. Das ist sicherlich nicht in allen Fällen, das kann auch nicht in allen Bereichen notwendig sein, wird das notwendig sein, aber das ist, glaube ich, auch nochmal eine gute Motivation, was Neues dort auch aufzubauen. Michi, wenn ich dich das Gleiche frage, aber jetzt noch mit dem Zusatz, unser Interesse war ja ganz stark die Anrechenbarkeit von, Jörg Markovic hat das gesagt, von all dem, was man sowohl formal als auch informell und nonformal schon gelernt hat, was man kann, was man mit reinbringt. Dass ich sage, da gibt es 5 Module, aber ich kann mir mindestens 2 von diesen 5 Modulen anrechnen lassen. Schon auch wirklich unter dem Aspekt, nicht hier Zeit zu verschwenden oder Ressourcen zu verschwenden, da möglichst das anzuerkennen, was anzuerkennen ist. Also das ist ja momentan eine heiße Debatte, und im Rahmen des EQR werden wir die noch verstärkt führen. Und jetzt haben wir zweimal gehört, der Austausch ist ganz wichtig. Was ist, wenn jetzt einer sagt, ich kann das schon alles, aber mir ist der Austausch wichtig? Dann haben wir eigentlich einen Fehler in der Konzeption gemacht.
Ich denke mal, freiwillig wird man es ja immer besuchen können, dass ich diese Weiterbildung mache. Ich kann es nur voll und ganz unterstützen, dass der Austausch sicher etwas Wesentliches dabei ist. Für mich ist aber, wir leben ja in so einer Kultur des lebenslangen Lernens. Und für mich wäre das genau auch ein ganz zentraler Zugang. Ich verfolge den theoretischen Ansatz, das Wissen, egal ob jetzt formal, nonformal, informell, ob ich implizites, explizites Wissen anspreche, aber Wissen die Basis für die Kompetenzentwicklung ist. Und ohne dem kann das überhaupt nicht funktionieren. Und wir haben es heute schon ein paar Mal gehört, es geht um gelungenes Lernen in der Schule und es geht um einen Zugang. Und Herr Kollege Smolek, Sie haben gesagt Reflexivität. Wenn es um Reflexivität geht, dann wäre ja unsere Profession, die Lehrer und Lehrerinnen, die müssten ja 1A nachher sein, wenn Qualitätsmanagement primär Reflexivität ist, weil unsere Profession kann ja gar nicht ohne Reflexion existieren. Das ist ja ganz eine wesentliche Kompetenz, die wir als Lehrende brauchen, sich mit dem Lernen und mit dem Prozess und dem Produkt und so auseinanderzusetzen. Aber anscheinend fehlt da noch immer eine Verbindung irgendwie. Also Qualitätsmanagement ist PE, ist OE, ist Persönlichkeitsentwicklung und alles, was wir in dem, ist eine Einstellung, Qualitätsmanagement, also eine Haltung ja auch. Und immer geht es darum, wie kann Lernen in der Schule gelingen? Vor allem, wann definiere ich es so? Und das alleine wäre schon ein Grund, dass alle freiwillig zu diesem Lehrgang kommen. Für mich, ich denke heute schon den ganzen Tag, ich habe erst vor kurzem einen Artikel gelesen, Rainer Zecher hat das schon sehr lange geschrieben, weil alles, was wir da machen, geht ja auch in diese Richtung Entwicklung einer lernenden Organisation. Und Rainer Zecher hat so einen Schlagwortsatz verwendet, dass er sagt, Organisationen, die nicht lernen, sollen auch nicht lehren. Und das wäre eigentlich ein ganz schöner Zugang, wenn man sich so die unveränderten Strukturen und so von unserem Schulsystem anschaut. Also das, aber das ist nicht mehr deine Frage, Franz. Danke. Danke, Michi. Ich würde meinen Jürgen gerne für diese Frage zum Schluss aufheben. Wir kommen von der hohen Wissenschaft auf die Ebene des Schulalltags. Was bringt es am SQPM, wenn er etwas macht, was er nicht machen muss? Naja, einen Teil haben wir schon gehört, der Kuhmensch ist nicht mehr alleine und ich glaube, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, Erfahrungsaustausch ist eine total wichtige Angelegenheit und ich glaube, dass auch den Qualitätsmanagerinnen hilft, mit anderen das zu reflektieren, was an der eigenen Schule passiert. Die zweite Geschichte ist auch schon gekommen. Natürlich macht man Ausbildung, weil man ja dem Gedanken des lebenslangen Lernens verbunden ist. Das ist also auch schon erwähnt worden. Ich werde es eher jetzt aus der anderen Sicht erzählen. Ich glaube ja, dass die Ausbildung nicht nur für die gedacht ist, die jetzt schon in der Position sind, sondern ich denke, man ist wohl auch für die kommenden, künftigen, Neueintretenden gedacht. Und da glaube ich, dass es einfach wie bei jeder Ausbildung ist, sie gibt Sicherheit. Wenn man eine Ahnung hat, worum es geht, wenn man Methodenkompetenz hat, wenn man ein Wissen hat, wie das Ganze funktionieren soll, wenn man dann auch doch die Möglichkeit hat, diese Dinge zu reflektieren, gemeinsam in einer Gruppe, dann ist es auch leichter, was zu bewegen, dann ist es auch leichter, überzeugend zu sein. Und dann bleibt man vielleicht auch als Kuhmensch nicht alleine, weil dann ist man ein guter Gesprächspartner für die Leitung der Schule, für das mittlere Management. Und dann ist auch vielleicht egal, ob man Stabstelle oder sonst was ist, sondern es ist einfach, ich glaube halt einfach, dass in einer Schule nur dann was weitergeht, wenn das in der Gruppe besprochen wird, wenn man Gedanken gemeinsam entwickeln kann und sich die Umsetzung gemeinsam überlegen kann. Und da ist es einfach auch wichtig, die Hintergründe zu kennen und Ideen zu haben. Danke. Du bist der Letzte in der Runde. Wie wir WETZERT das erste Mal gedacht haben, haben wir wirklich das sehr, sehr eng mit dem Ministerium auch gemacht. Und natürlich als jemand, der QIBB auch mitdenkt, gestaltet, auch weiter treiben will und soll, die Frage nicht nur, was bringt es denn einem SQPM, so eine Ausbildung zu machen, was bringt es auch der Schule? Die Frage ist aus der Systemperspektive, was heißt denn so eine Ausbildung oder was kann sie auch heißen für ein System wie QIBB?
Ja, ich meine, über den persönlichen Nutzen haben wir schon einiges gehört, nicht? Über den Nutzen für die Institution auch ein bisschen. Natürlich muss auch das System interessiert sein. Ich meine, ein System funktioniert umso besser, je mehr gescheite Leute drin arbeiten. Und das heißt, werde ich doch versuchen, möglichst viele gescheite Leute im System zu haben und die immer gescheiter werden zu lassen. Und damit ist eigentlich die Antwort schon gegeben. Ja, wir können nur ein Interesse daran haben, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter, unsere Kolleginnen und Kollegen, alle ein möglichst hohes Level haben und diese ständig weiterentwickeln. Wenn man sich jetzt überlegt, warum wird der Weltmeister oder Weltmeisterin irgendeiner Sportart eben Weltmeister oder Weltmeisterin? Weil die konsequent, nachhaltig und bis zum Wahn an ihrer Selbstverbesserung arbeiten und unglaubliche Reflexionsbemühungen unternehmen, um das zu hinterfragen, was sie tun. Ja? Und auch Panik kriegen, wenn sie irgendwie sie die Zechen anhauen und eine Trainingseinheit ausfallen muss. Ja? Nein, das ist fast schon pathologisch, also so weit wollen wir nicht gehen. Aber ich denke, um gut zu sein in dem, was man tut, geht es nicht anders, als ständig darüber nachzudenken, wie man es besser machen kann. Ständig, die Reflexion ist gefallen, bei, glaube ich, fast allen. Das ist die Kerngeschichte. Und das muss das ganze System leben. Und je mehr Leute das für sich wieder gut betreiben, desto eher ist es auch das System, das es betreiben kann. Also da sehe ich die Wechselwirkung. Und insofern, macht es alle. Bitte. Wir hätten einen Riesenstress, wenn wir momentan alle das machen wollten, weil da kommt ihr in das Problem, dass ihr es nicht finanzieren könnt. Also der Schritt ist schon, wir stehen immer nur am Anfang. Also wir haben jetzt ein Produkt und wir müssen es in die Ebene, in die Fläche bringen. Und zwar, es geht eh nicht, wir haben heute ein paar Mal so Pausengespräche gehabt, so eine Veränderung auf Systemebene dauert einfach. Das schafft man nicht in 2 Jahren, das dauert 4, 5, 6 Jahre. Landwehr aus der Schweiz hat geschrieben, genauso wie bei Unternehmen, bis ich ein funktionierendes QM-System aufgebaut habe, ich brauche halt 8 bis 10 Jahre. Das gilt für ein Unternehmen wie für BMW, das gilt wahrscheinlich genauso für ein Unternehmen wie die Sektion 2 des BMUKK. Nur spannender wird es, was die Sektion 1 des BMUKK macht. Also wir sind ja mittendrin, in dem Fall sind wir jetzt am Anfang. Letzte Frage in dieser Runde. Und ich würde gerne mit dem Herrn Smolek beginnen. Die Überschrift über die Diskussionsrunde hat gelautet, Professionalisierung durch Qualifizierung, sind wir schon soweit? Ich frage das dann so nach der Reihe dann die Ausbildung, den Bildungsanbieter, den Provider und die Systemebene. Aus Ihrer Sicht so von Bildungsinstitutionen allgemein, sagen Sie, da sind wir schon so? Da sind wir am Anfang, sind wir mittendrin? Ich möchte vorher noch einen Satz zu der Reflexionsfähigkeit sagen. Die Reflexionsfähigkeit ist die eine Sache, was ich damit mache, ist die zweite. Das heißt, ich muss daraus natürlich meine Lehren ziehen und genau in die Richtung der Verbesserung gehen. Die Reflexion alleine ist natürlich zu wenig. Die Frage, wo stehen wir im Bildungsbereich? Ich möchte es vielleicht so beantworten. Nachdem ich in vielen Bildungsorganisationen Systeme begleite, auditiere und assessiere und diese Bildungsorganisationen in den meisten Fällen in einer Wettbewerbssituation sich befinden, behaupte ich einmal, dort sind wir schon relativ weit, weil einfach hier auch ein zusätzlicher Anreiz oder sagen wir Druck von einer anderen Richtung auch noch kommt. Ich bin nur sicher, irgendwann einmal sind wir alle in einer Wettbewerbssituation und dann sollte man eigentlich so weit sein, dass man diese Wettbewerbssituation auch noch mit anderen Instrumenten unterstützen kann und darum kann man nicht früh genug damit beginnen. In den Bildungsorganisationen, in denen ich tätig bin, also die eben in einer Wettbewerbssituation jetzt schon stehen und meistens schon in einer sehr, sehr intensiven, ist man wirklich schon sehr weit, hat auch erkannt, welche Möglichkeiten solche Systeme bieten. Meistens sind es also wirklich Systeme, die am Markt bereits erfolgreich sind, wie ein EFQM-Modell oder eine ISO 9000 oder eben auch die neue Bildungsnorm ISO 2999, die also schon nachgewiesenermaßen zu Erfolgen führen können. Das heißt, dort sind wir schon so weit, dort sind wir schon sehr gut unterwegs. Ja, ich bin schon gespannt, wie die Wortmeldungen sind, wo wir im Bildungsbereich der Schulen stehen.
Du bist da nicht dran, Ute, aber ich habe dann eine spezielle Frage. Ich habe jetzt lachen müssen bei der Wettbewerbssituation. Wir haben aus Steyr, Steyr ist keine kleine Stadt in Österreich, hat aber 40.000 Einwohner und immerhin, was habt ihr, 180 Kilometer. Und wir haben aus Steyr 4 Schuldirektoren da, von 4 unterschiedlichen berufsbildenden Schulen, zumindest von der Anmeldung her. 3 habe ich gesehen, ich glaube, es sind alle 4 da. Also wir haben durchaus auch eine Situation, wo durchaus auch ein Wettbewerb da ist. Trotzdem, ich würde gerne einmal die Frage so an zuerst an den Karl und dann an die Michi stellen. Wo sind wir denn? Wo stehen wir denn? Durchaus auch, Karl, vielleicht aus der Sicht, wie ist denn das bei euch, wo ihr das auch in die Schulen reinbringt? Also ich glaube, ich kenne kein einziges QM-System, das nicht irgendwie mit Qualifikationsmaßnahmen verhängt ist. Also ich bin die ganze Zeit mal so die Bundesländer durchgeklappert. Es gibt irgendwo immer Schulungsangebote. Die Frage ist aber immer, wie werden sie aufgesetzt, wie werden sie entwickelt, wie systematisch werden die hochgezogen, wie geht man mit Anerkennungsfragen um und wie werden die gesamtsystemisch eingebettet. Da ist, glaube ich, noch ein Punkt, der sehr schwierig ist, der auch in dem Curriculum hier noch nicht wirklich beantwortet wird. Also die Frage, wie, wenn ich mir ein Gesamtsystem anschaue aus Lehrer, Aus- und Fortbildung, aus Aus- und Fortbildung von Führungskräften, da haben wir jetzt hier im Curriculum zumindest, sage ich mal, schon mal 2 Ebenen drin, eine operative Ebene drin, eine strategische Ebene, gefällt mir sehr gut. Aber wir haben meines Wissens fast nirgendwo eine systematische Qualifizierung auch auf allen Ebenen in einem integrierten System. Das anfängt mit der Lehrerausbildung, das weitergeht mit Führungskräften, mit Supportpersonal und so weiter. Es gibt immer interessante Versatzstücke, aber es fehlen richtige Laufbahnenmodelle, die zum Beispiel auch dieses Modell hier einbinden können. Hat ein gutes Potenzial dafür und das ist etwas, was ich noch so als Vision hätte, was überbleibt, weil wir auch in der Lehrerausbildung das nicht immer wirklich auf dem Schirm haben. Also gerade Support und Führungskräfte, dass wir das auch mit auf der Regel haben, weil ich glaube, da haben wir in der Zukunft das Thema mittlere Führungsebene ist vorhin gefallen. In welchem Verhältnis steht das zueinander? Steht die Qualifizierung zu einer mittleren Führungsebene? Also da gibt es eine ganze Reihe von Baustellen, die schlichtweg noch nicht bearbeitet sind. Je länger die Konferenz dauert, umso mehr kommen wir auf Baustellen drauf, aber es ist auch ganz gut. Ich denke, uns ist allen klar, wir sind irgendwo in der Mitte. Wir haben einmal angefangen zu arbeiten. Wir wissen, es ist sowieso immer, wir fangen immer wieder einen neuen Kreislauf an, immer eine neue Runde vom PDCA. Frage trotzdem jetzt, Michi, wie weit sind wir denn aus deiner Sicht, wenn es um Professionalisierung auch geht? Ich habe gerade für Österreich darüber nachgedacht und ich kann es einmal für meinen Bereich, also für den Bereich der Wirtschaftspädagogik sagen und da würde ich einmal sagen, sind wir auch noch sehr weit von einem integrierten System weg. Wir haben einzelne Versatzstücke in der wissenschaftlichen Berufsvorbildung. Da gibt es aber dann viele Brüche, gerade einmal in der Wirtschaftspädagogik, weil dann geht man ein paar Jahre in die Wirtschaft und macht was Gott irgendwas, bevor man vielleicht dann, für den Grazer Standort sind es maximal 45%, die jemals überhaupt irgendwann wieder an die Schule zurückkommen. Also das ist, da gibt es natürlich Qualitätsmanagement und wir haben es auch ganz, also wirklich in unserem Curriculum mit verankert, aber das sind Insellösungen. Das ist kein integriertes System. Und wenn ich mir dann noch einmal anschaue, Lehrerinnen jetzt diese Vorbereitung, wissenschaftliche Vorbildung und dann die Weiterbildung, bei uns zumindest in Österreich hat die Universität sehr wenig, noch sehr wenig, bei der Lehrerinnenfortbildung spielt sie damit. Also jetzt einmal für den WIPED-Bereich kann ich das auf jeden Fall sagen. Und ich glaube, das ist so ein generelles Bild, wo man ja schon wieder einen massiven Bruch als solches drinnen hat. Und ich habe zum Kadel Wilbers vorher gesagt, wir sind überreif, dass wir beginnen, hier an einem integrierten System zu bauen. Es sind erste Versatzstücke, sind da, du hast das selber formuliert, man beginnt so mitten
Und für mich ist auch noch immer so ein Zugang halt, wir sind halt sehr stark, gerade im schulischen Bereich, sehr stark reaktiv unterwegs. Immer wenn irgendwo was knatscht und was wehtut, dann schauen wir, das zu reparieren. Und gerade im Sinne einer lernenden Organisation oder im Qualitätsmanagement wäre das Proaktive halt sehr wünschenswert. Nur der hat es in einem ganz neuen Aufsatz wunderschön formuliert. Er hat man diese Entwicklungen im Bildungsbereich generell, das kann man vergleichen mit Reifenwechseln bei einem fahrenden Auto, aber nicht am nur langsam fahrenden, sondern schon einem sehr schnell fahrenden. Also es ist mit entsprechenden Herausforderungen als solches verbunden. Schade wäre es, wenn wir alle warten, ich meine, ich nehme mir jetzt kein Blatt vor den Mund, aber wir da in Österreich, wir leben doch in einer eher satten Gesellschaft und es wäre schade, erst dann was zu machen, wenn das Messer schon an der Kehle steckt. Ich hoffe, wir sind besser und sind brennen mehr für das Thema, dass wir es schon vorher machen, bevor es unbedingt notwendig ist. Ich habe vorher so eine kurze Bemerkung auch aus einem der Workshops gehört, nach dem Motto, Wetzert ist ja nicht so, dass das alles neu erfunden hat, sondern das gibt es ja auch schon. Und die Ute hat vorher erwähnt, dass ihr SQPM ja eine Ausbildung in Oberösterreich gemacht hat. Wetzert hat nie den Anspruch gehabt, quasi das neu zu erfinden, sondern die Frage war ja vor allem eine Systematisierung dessen, was es schon gibt. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Dinge, aber vor allem auch eine Erhöhung der Verbindlichkeit. Also wie schafft man das, dass es gesichert, nicht vom Zufall des Bundeslandes, des Angebots, des Direktors oder was auch immer abhängig ist, wer macht welche Ausbildung. Also, und wenn wir jetzt dabei sind, Professionalisierung durch Qualifizierung unter diesem Aspekt nochmal zu fragen, die Frage an dich, Ute, wie weit sind wir denn? Ja, wir haben zuerst im Workshop darüber gesprochen, dass Qualitätsmanagement nicht in einer Parallelwelt ablaufen sollte, sondern das mit der Realität zu tun haben sollte. Würde ich jetzt von der Parallelwelt ausgehen, dann würde ich sagen, ja, wir sind super, wir haben schon alles. Wir haben Peer Review, wir haben eigene Fragebögen, wir haben QIPP, wir haben eine Feedback-Kultur, wir sichern unsere Arbeitserträge und. Wenn ich es realistisch betrachte, dann glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Dass es ja viele Angebote gibt, haben auch die Vorredner und Vorrednerinnen alle schon gesagt, es gibt viel, es ist Stückwerk, aber ich glaube, dass wir so weit sind, dass sich die Dinge in den Köpfen der Lehrerinnen und Lehrer, und auf die kommt es ja an, dass die Unterrichtsqualität verbessert wird, festsetzen. Ich glaube, dass wir langsam einen Punkt erreichen, wo für alle klar ist, dass Qualifizierung notwendig ist, dass das was ist, was uns weiterbringt, was uns im Job des Lehrers, der Lehrerin professioneller macht. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, dass der aber auch noch ein bisschen dauern wird. Und mir hat zwar das Bild zuerst von dem stehenden und dem fahrenden Auto ganz gut gefallen, ich möchte aber auch nicht darauf warten, dass das Bildungsauto völlig steht, bevor wir irgendwas tun. Also vielleicht ist du ganz gescheit, dass wir am fahrenden Auto weiter werkeln. Vielleicht soll es ein bisschen langsam fahren. Dankeschön. Vorletzte Wortmeldung. Sabine, ihr habt in Bremen ihr arbeitet auch schon sehr lang zu diesem Thema und es gibt ja in Deutschland in 16 Bundesländern, würde man sagen, 14 verschiedene Ansätze, die ja doch alle durchaus ähnlich, vergleichbar, unterschiedlich sind. Uns hat das immer so spannend, also wir waren immer so total neugierig, was machen die Deutschen, und wir haben uns immer gewundert, warum reden die nicht mehr miteinander. Aber das ist der Blick von außen jetzt. Der Blick aus deiner, oder die Antwort aus deiner Richtung, wie weit seid ihr auch so mit der Professionalisierungsdebatte, wie wäre das Qualifizierung und vielleicht auch so, wie würdest du das so einschätzen, wenn du Bremen mit Österreich vergleichst? Gut, dass du die Frage noch ein bisschen anders gestellt hast, denn als ich sie gelesen habe, habe ich gedacht, ich glaube, ich kann da gar nichts zu sagen. Mir fällt nichts dazu ein, wie weit sind wir in Bezug auf was. Aber jetzt hast du es mir ja leicht gemacht. Wo stehen wir? In Bremen
haben wir 2002 angefangen. Wir haben also ein komplexes QM-System an den beruflichen Schulen eingeführt, das speziell für Schulen der Sekundarstufe 2 entwickelt wurde, also nicht 1:1 aus der Wirtschaft übernommen wurde und insbesondere auf die Interaktion Bezug nimmt. Und wir machen im Moment gerade eine Wirkungsanalyse. Wir sind noch nicht fertig, aber die erste quantitative Erhebung ist durch und ein Ergebnis ist, dass es ist gut implementiert, es ist akzeptiert, aber es wirkt nicht. Jetzt hoffen wir natürlich, dass da ganz viel rauskommt, wenn wir es qualitativ erheben. Die Frage ist, woran liegt das? Also das ist genau das, wenn ich höre, ja, Qualitätsmanagement und Qualifizierung, das ist mit Sicherheit alles richtig, aber irgendwo haben wir eine Lücke, über die wir noch nicht hinreichend nachgedacht haben. Es soll ja wirken. Dafür machen wir das. Und was dafür entscheidend ist, das ist, glaube ich, von Schule zu Schule unterschiedlich. Und ich halte Qualifizierung wirklich für notwendig. Und für uns in Bremen kann ich sagen, es war auch karrierewirksam. Die das gemacht haben, haben eine Funktionsstelle bekommen und die sind in der Folge dann Schulleiterinnen und Schulleiter geworden. Und da, wo sich das aufgrund der Altersstruktur das Kollegium nahezu ausgetauscht hat, haben wir exakt wieder das gleiche Problem, Know-how aufzubauen, Wissen aufzubauen. Aber sehr optimistisch stimmt mich, dass die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die in die Schule hineinkommen, die bringen schon ganz selbstverständlich diese Instrumente mit. Also Feedback ist kein Fremdwort und man muss nicht wirklich den Begriff so schärfen, dass man sagt, es ist was anderes als Lehrerbeurteilung in der Referendariatszeit. Selbstevaluation ist als Begriff eingeführt und das ist schon etwas, wo ich glaube, das war ja genau das, warum wir QM eingeführt haben. Wir haben einen Mangel festgestellt an Reflexion, einen Mangel an systematischer Bewertung von Prozessen und von Projekten etc., um dann wieder zu gucken, was können wir besser machen. Eine Sache möchte ich noch sagen, weil die gibt mir auch sehr zu denken. Wir haben inzwischen Schulen, die haben mindestens 8 Selbstevaluationen parallel laufen. Da kommen Ergebnisse raus und dann überlegt man, was kann ich machen. Und ab irgendeinem Punkt müssten Dinge geschehen, die eher strukturell auf das System Schule und auf die Widersprüchlichkeit, mit denen dieses System ja auch verhaftet ist, hinweisen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da kann man dann nicht mehr unbedingt das machen, was notwendig wäre, um das System besser zu machen. Das, was hier ja auch schon vielfach angesprochen wurde. Wir wollen ja alles besser machen, aber dafür muss auch das System flexibler werden. Also wir hatten heute die interessante Diskussion, der Lehrplan muss ja eingehalten werden. Also es gibt ja Vorgaben, die widersprechen sich mit Ergebnissen, die gegebenenfalls bei Evaluationen herauskommen. Und darüber haben wir auch noch nicht, zumindest in Bremen, nicht hinreichend nachgedacht, wie wir dann damit umgehen. Also gelten dann alle Richtlinien für alle Schulen gleichermaßen oder wird es jeweils eigenverantwortlich für jede Schule ausgehandelt? Danke für diesen Blick über die Grenzen. Jetzt schauen wir als letztes nochmal nach Österreich zurück. Jürgen, Professionalisierung durch Qualifizierung, wie weit sind wir denn wirklich? Du hast die letzte Minute. Eine Minute, das wird sich nicht ausgehen. Na, wir stehen natürlich mittendrin im Umbau eines Systems, das nicht nur riesig ist, sondern das auch so komplex ist von der Governance her, dass man wahrscheinlich sein Berufsleben drin verbringen kann, ohne je zu kapieren, wie die Dinge wirklich funktionieren. Das ist, glaube ich, nicht schwer. Und da bauen wir jetzt um in dem System. Und ein Element davon, eine kleine Sache, die wir hier heute diskutieren hauptsächlich, ist eben das Thema, wie schaffen wir es, dass die Leute, die eine Funktion übernehmen, auch das können. Ja? Und die Chance haben, es zu können und sich weiterzuentwickeln. Etwas, was unserem System völlig artfremd ist. Und der Kollege Wilbers hat leider die Tarnkappe von meiner Geheimstrategie schon ein bisschen gelüftet. Weil natürlich geht es darum, all along alles auf ähnliche Strukturen umzustellen. Ja? Also so etwas, was wir jetzt begonnen haben mit WETZERT, ist für mich, ich meine, das ein Thema ist, dass wir es für unser System brauchen, für das Qualitätssystem. Das zweite Thema ist, dass wir es, glaube ich, grundsätzlich für den Umbau unserer Qualifizierungsmechanismen brauchen. Eine andere Herangehensweise, eine andere Denke, ein anderes Aufbauen dessen, was zu lernen ist, wie es zu lernen ist, wie man das, was Leute schon können, hineinbringt ins System, wie man sie begleitend weiterentwickelt und wie man da die Dynamik aufrechterhält.
Und da sind die Strukturen, die wir haben, relativ starr und die müssen umgebaut werden. Und das ist ein schwieriger Prozess. Und wir versuchen jetzt von dem Zipfel her, sozusagen, weil da haben wir einen guten Aufhänger, da brauchen wir es auch, da können wir es uns auch leisten und haben die Lizenz, es anders zu denken, da mal einen Input hineinzubringen und dadurch einiges umzustellen. Und auch sozusagen die Ausbildungslogiken vielleicht umzustellen. Ja? Nur wir sind da mittendrin, das ist ein Riesending, sage ich mal. Wir ziehen jetzt einmal in einem Zipfel ordentlich an, denken natürlich mit, dass das vernetzt ist, aber wir müssen mal diesen Zipfel schön einmal ein bisschen ausformen und den ordentlich in die Hand kriegen und schauen, dass das funktioniert, die Realität schaffen und dann können wir die nächsten Schritte machen. Alles, was als problematisch aufgezählt wurde, ist natürlich da. Ja, aber wie ändert man was, was riesig groß ist, was gut eingeführt ist, wo es viel Stabilität gibt? Naja, man muss irgendwo eine Irritation reinbringen, eine Neuerung, und man muss es dort tun, wo man es auch kann. Das ist der Punkt, wo wir können. Andere gibt es auch, aber jetzt diskutieren wir über den. Ja. So sehe ich das. Insofern stehen wir genau dort und ich habe jetzt ungefähr 17 oder 18 Jahre. Und da werden wir schon ein Stück weiterkommen. Dann kommen die Nächsten und weiter geht's. So, wir sind fast genau Punkt gelandet. Ich möchte mich bei den 6 Damen und Herren ganz herzlich bedanken. Ich glaube, sie haben einen Applaus verdient. Und wir machen jetzt, wenn es euch recht ist, bleibt es mir hier gleich da, wir machen keinen Umbau mehr. Wir brauchen noch 2 Minuten, ich gebe die Moderation gleich nochmal an den Jürgen zurück, damit er dann auch abschließen kann. Da übergeben wir das Zepter wieder, man klebt hier. Ich möchte mich ganz herzlich, ich habe noch ein paar Punkte, ich brauche noch 2 Minuten, wo es mir wichtig ist, mich zu bedanken. Das ist nicht nur etwas, was man macht am Ende, sondern eines sehr langen Tages. Ich bin froh, dass noch so viele von Ihnen da geblieben sind. Ich bedanke mich mal sehr herzlich für das rege Interesse, für die Teilnahme, für die totale Disziplin diesmal. Wir haben noch nie so viele Rückmeldungen für die Anmeldung zu den Workshops gehabt, zu den rechtzeitig Anmelden, Nachfragen funktioniert alles. Herzlichen Dank, die Kommunikation hat super funktioniert, die Teilnahme hat super funktioniert. Das ist mein erster Dank. Ich möchte mich als zweites ganz, ganz herzlich bei allen Wettzert-Partnern bedanken, vor allem bei denen, die wirklich viel an Arbeit, an Zeit rein investiert haben. Wir haben heute gesehen, das ÖIBF mit dem Team, 3S mit seinem Team, die Uni Graz haben wir gesehen und wir haben, ja, das mache ich gleich, keine Sorge, die HTL Steyr, das sind die 4 Partner, die mit uns viel gemacht haben und die Sektion 2 gehört dann natürlich genauso dazu. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir wollten nur Sackl übergeben, das machen wir nachher. Bei wem ich mich ganz herzlich mit einem Applaus bedanken möchte, das sind die 6 jungen Damen und Herren. Kommt sie mal zu mir. Daniela, hast du was? Ich möchte mich bei den jungen Damen und Herren, das ist 4. Jahrgang der Tourismus der Hertha Firnberg-Schulen, die uns heute bei der Vorbereitung, bei der Organisation geholfen haben. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch und auch bei der Schule bedanken, dass ihr uns so tatkräftig unterstützt habt. Ich glaube, den Applaus, den haben Sie sich. Eigentlich wollte man einen USB-Stick weitergeben. Wollten wir machen, machen wir dann nachher, oder? Dankeschön. Ihr kriegt eine Kleinigkeit von uns. Das machen wir dann aus Zeitgründen anschließend. Dankeschön. Es ist zwar jetzt niemand da vom Haus, aber ich glaube, wir waren im Strudelhof sehr gut aufgehoben. Ich glaube, es hat alles super funktioniert von der Organisation. Wir werden uns bei den Verantwortlichen auch da noch bedanken. Und bei wem ich mich ganz zum Schluss noch bedanken möchte, ich möchte mich bei meinem Team ganz herzlich bedanken. Ich habe gesagt, wir bereiten ungefähr ein Dreivierteljahr vor. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Joko, Michaela, Sigrid und die Daniela. Daniela, du bist die, wir haben stellvertretend einen, wer die ganze Arbeit immer im Hintergrund macht und nie irgendwo vorne steht, das ist mir schon wichtig, einfach Danke zu sagen, weil damit diese Konferenz jetzt zum 4. Mal gut funktioniert und sie funktioniert jedes Mal besser, weil also unser Projektmanagement, das funktioniert perfekt und obwohl ich ein bisschen ein Chaot bin, funktioniert das, weil die Daniela das gut hinbringt. Ganz, ganz herzlichen Dank.
in der Vorbereitung habe ich zum Jürgen gesagt, ich bedanke mich dann natürlich auch für die Moderation, aber ich habe nichts, was ich dir geben kann. Gott sei Dank. Jürgen, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war immer so dieses Mitdenken. Also wir planen diese Konferenz inhaltlich, aber wir brauchen einfach so den Backup. Wir kriegen eine Rückmeldung von der Sektion, von den Leuten in der Sektion 2, die mit uns sowas auch machen. Danke fürs Mitdenken und danke für die Moderation. Okay. Sehr gerne. Ja, mir bleibt jetzt noch hinzuweisen auf den von der Frau Professor Stock hochgehaltenen Zettel. Sie wissen genau, was das ist. Sie erkennen sogar auf die Distanz, oder? Feedbackbogen, klar. Ganz wichtig, bitte ausfüllen, einwerfen, zurückgeben, damit wir wissen, was wir verbessern sollen und was wir beibehalten sollen. Ich rede jetzt wirklich nicht mehr lange. Peer Review, Sie haben gehört, wir stellen den Bewerbungsrhythmus jetzt für das laufende Jahr um. Das heißt, wenn Sie sich im Laufe des Schuljahres einmal entschließen, ein Peer Review machen zu wollen, haben Sie die Gelegenheit, das jederzeit zu tun. Wir stellen die Strukturen um. Ja? Also Sie können sich ab jetzt bewerben, wenn Sie das möchten. Ja, können sich informieren. Nehmen Sie Kontakt auf mit der Kontaktstelle, mit AquaVet, wo immer Sie hinkommen, Sie landen in kompetenten Händen und bewerben Sie sich bitte. Sie haben eine Möglichkeit, wir stellen das jetzt einmal für den laufenden Zeitraum um. Das ist das eine. Das zweite, WetZert ist sozusagen einerseits fertig, aber andererseits geht es erst richtig los. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt zum Leben bringen. Bitte beteiligen Sie sich an den Pilotlehrgängen, bringen Sie sich ein, helfen Sie uns, die Sache so weit zu kriegen, dass wir es wirklich ins System reinbringen können und dass es einen guten Entwicklungsimpuls für uns alle setzen kann. Dazu brauchen wir Sie, brauchen wir Ihre Mithilfe, sonst geht es nicht. Das wären die zwei Punkte, die ich wesentlich hervorheben soll. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, Ihnen zu danken, dass Sie so lange hier geblieben sind für die Beteiligung, Ihnen einen schönen Abend zu wünschen, gute Heimreise, wenn Sie fahren müssen, und spätestens in einem Jahr sehen wir einander hoffentlich wieder. Dankeschön. Wiedersehen. Applaus